kein Lawnmower. Ich will hoffen, dass da meine geliehene Husqvarna-Akkusäge drin ist. Okay. Oh. Sorry for our English followers. This video will be in German because the first video, my rant about the steel akku saw, was also in German, so I have to carry on, to continue in German. Okay. Jungs, ich hoffe, da ist das drin, was ich erwarte. Dann wird es demnächst ein Vergleichsvideo geben, Vor- und Nachteile zwischen der Stihl und der Husqvarna. Husqvarna war so freundlich auf meine Anfrage hin, weil ich kann mir das nicht leisten, sämtliche Sägen, die ich testen will, zu kaufen. War so freundlich auf meine Anfrage hin, den Martin Götz einzuschalten vom Baumpflege Götz, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Zumindest die, die in der Szene drin sind. Und hat gesagt, wir scheuen uns nicht, uns mit Stihl vergleichen zu lassen. Und weil wir diesen Vergleich nicht scheuen und da nicht bange vor sind, schicken wir dir zum Ausprobieren, muss ich dann natürlich wieder zurückgeben, eine Husqvarna Akkusäge. Damit ich mir die nicht kaufen muss, um den Test zu machen, sondern damit ich die quasi for free testen kann. Was ist da denn noch Nettes drin? Die Husqvarna ist nicht blöd. Werbebanner haben sie auch gleich mitgeschickt. Finde ich cool. Finde ich wirklich cool. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte ja mal eine Husqvarna Top-Händel-Säge, Benziner, die 540. Der einzige Grund, warum ich die wieder abgegeben habe und wieder auf die Stihl 201 gewechselt habe, war einfach, dass die Husqvarna mir zu schlecht anspringen. Das mag an mir gelegen haben, vielleicht lag es auch an der älteren Säge, ich weiß es nicht. Aber das war der einzige Grund, warum ich bei der Top-Händel-Benzinsäge von Husqvarna wieder runtergegangen bin. Ansonsten gefiel mir die Top-Händel von Husqvarna viel besser, wegen den verstellbaren Griffschalen. Ihr habt ja verschiedene Größen Griffschalen und gerade wenn ihr mit Handschuhen im Winter arbeitet, mit dicken Handschuhen, dieser dünne, nicht geformte Stielgriff, dieser Unigriff, der für jede Hand passt, weil er nicht, kann man ja keine Schale auswechseln, der rutscht gerade, wenn die Säge nass ist im Winter und man hat noch dicke Handschuhe an, rutscht der halt schnell mal durch, wenn man die Säge so schräg hält. Hat man mit Husqvarna nicht durch die großen Griffschalen. Ich hatte mir die ganz großen Griffschalen dran gemacht. Der zweite Haken für die Husqvarna zum einhändig einhängen ist natürlich top. Da ist Stihl die letzten 20 Jahre noch nicht drauf gekommen, das einfach mal zu kopieren. Und bei Husqvarna ist es natürlich geil, dass der Starter ein bisschen nach hinten versetzt ist. Dann kann man die Säge so anziehen, statt die immer so anziehen zu müssen. Das geht nicht so aufs Handgelenk. Und man hängt, wenn man die von hinten vom Gurt holt, mit dem Starter nicht immer gleich mit den Händen drin. Und der Starter bleibt auch weniger am Equipment hängen. Aber gut, das seht ihr dann ja alles, oder da müsste ich mal einen Test über die Benzinsäge machen. Wir werden jetzt das erste Mal einen Test über die Akkusäge machen. Das Problem mit dem Anspringen wird die Akkusäge ja nicht haben. Weil halt Akku, die ist halt immer sofort da. Und diesen Kasten, muss ich ganz ehrlich sagen, den finde ich ja mal nur geil. Oh, die ist auch schön. Alter Vater, da haben die ja mal richtig zugelangt hier. Richtig, richtig zugelangt. Hier ist der Akku. Das ist der 5,2 Ampere. Das ist gut. Schönes Gewicht. Also nicht zu schwer, nicht zu leicht. Hey, ein Shirt gibt es auch noch. Kann ich ja gar nicht wieder gut machen. Ich finde das schon mal krass. Wie gesagt, auf die Problematik angesprochen, hat Stihl ja zu mir gesagt, wir bringen Mitte 2018 eine verbesserte Version von der Säge raus. Es haben sie scheinbar schon mehr... Oh, mit Wechselschwert. Nicht schlecht. Es haben sie scheinbar schon mehr Leute... das ist ein Carving-Schwert. Ziemlich dünne Spitze. Richtig geil. Cool. Dann kann ich auch noch ein bisschen Figurenschnitzen ausprobieren. Also wie gesagt, Stihl hatte auf meine Mails dann hin irgendwann dann doch mal geantwortet, auch auf den Druck meiner Subscriber, denke ich, und meiner Follower-Base, weil einige da auch Stihl dann angeschrieben haben und gesagt haben, hey, wieso ignoriert ihr das? Und da haben sie dann irgendwann gesagt, ja, wir kennen das Problem. Mitte 2018 wird eine verbesserte Version der Säge rauskommen mit einem An-Aus-Knopf dann.
Aber so lange müsste man halt ausbilden und müsste man halt darauf hinweisen, dass die Säge so nicht sicher ist. Wenn ich weiß, dass die Bremsen an meinem Auto scheiße sind und ich verleihe das Auto, dann sage ich, oder ich verkaufe es, dann sage ich nicht zum Käufer, ey, du musst aufpassen, bis du dir neue Bremsen drauf machst, das Auto bremst nicht. Sondern bringe ich den Schrott gar nicht erst auf den Markt und korrigiere den Fehler direkt, wenn er mir aufgefallen ist. Warum haben sie es nicht direkt korrigiert? Sie begründen das mit zu geringen Stückzahlen und mit der langen Entwicklungszeit. Sie wollten das Ding dann letzten Endes auch endlich auf den Markt bringen und quasi nicht mehr warten, bis sie die jetzt noch wieder verbessern. Die Husqvarna hat das Problem nicht, die kennt das Problem nicht, aus zwei Gründen. Zwei geile Gründe. Erstens, An-Ausschalter. Übrigens auch zwei verschiedene Modis. Einmal so ein Eco-Mode, ein bisschen batteriesparend, hat es natürlich auch weniger Leistung. Und dann einmal den normalen Mode und wie gesagt, An-Ausschalter, voll geil. Aber den bräuchte die eigentlich gar nicht. Weil die Husqvarna hat nämlich noch ein Feature, was die Stihl nicht hat. Wenn ihr die Husqvarna länger nicht braucht und habt die Kettenbremse nicht drinne, dann stellt die sich von alleine ab. Weil die das merkt und weiß, dass die Kettenbremse rausgegangen ist und dann stellt die sich ab. Das ist was Stihl auch nicht hat. Also, nagelneue Säge. Hier, wie gesagt, zweite Halterung. Einmal für euren Lanyard, einmal zum einhändig einhaken. Perfekt. Die Husqvarna schon ewig. Stihl kriegt es nicht hin. Ich habe zwei Akkus. Das ist ein 4,2 Ampere, also etwas kleiner wie dieser 5,2 Ampere, aber tun sich nicht viel vom Gewicht, finde ich gut. Ha. Was haben wir hier denn noch Schönes drin? Oh ja, das ganze Werkzeug, cool. Kettenschlüssel, Ketten. Also ich wurde einmal komplett ausgestattet. Danke an den Martin Götz, der das möglich gemacht hat für mich. Und danke natürlich an Husqvarna, die sich, wie gesagt, nicht Angst, keine Angst davor machen, jetzt von einem, der normalerweise ja alles nur von Stihl hat, jetzt wirklich mal auf Herz und Niere getestet zu werden. Und dann bin ich einfach mal auf die Ergebnisse gespannt. Hier ist noch ein schöner Brief bei. Hallo Arne, für dich zum Testen. Götz Baumpflege mit Inventurliste. Viel Erfolg, Martin, danke. Ja, schön. Ich werde den ganzen Spaß hier jetzt erstmal zusammenbauen. Werde das alles eben ein bisschen verdauen müssen. Und dann muss ich mir die passenden Bäume aussuchen, um das gute Stück dann ja auch zu testen. Im Übrigen ist auch schöner, ne, dass der Akku von hinten reinkommt. Bei Stihl kommt er ja von oben rein. Erstmal kommt er ja dadurch schlechter raus. Ja, ich hatte ja, ihr wisst ja, dass meine Feder drin kaputt ist. Und zweitens habe ich bei Stihl immer Dreck oben drin. Es fällt dir immer beim Sägen, fallen dir Späne rein und dann klemmen die in dem Akku und dann sind die unten drin, dann muss die Säge mal auf den Kopf stellen, das wieder rausschütteln. Hier kann sich kein Dreck drin sammeln. Also meiner Meinung nach, ohne jetzt damit Gesicht zu haben, von der Technikvariante her und von den ganzen Bedienaspekten, die bessere Säge. Ob sie denn auch mit der Leistung mithalten kann, das sehen wir leider erst, wenn wir es ausprobiert haben. Aber da werde ich euch dann, wie gesagt, ein schönes ausführliches Video zu liefern. Ich hoffe, mein kurzes Live-Unboxing hat euch gefallen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich werde definitiv ein geiles Wochenende haben, weil ich werde heute Nachmittag jede Menge Spaß haben. Ich bedanke mich nochmal bei Husqvarna, ich bedanke mich bei Martin Götz und wir sehen uns.